Also, da sind wir am vierten Tag, um genau zu sein, in den ersten 30 Minuten des vierten Tages. So, heute muss was passieren. Wenn jetzt das Wetter nur halbwegs in Ordnung ist, ziehen wir los. So, aber ich muss gewichtlos werden. Endgültig. So, alles. Was ist denn das Schwerste, dass wir... 36 Tinderblock. Ja, gut. Kann man drauf kommen? Muss man nicht. So. Rums. What else? Blätter Mann. Bad Roll. So, Antibiotik. Ja, sind zusammen auch 1,5 Kilo. Gut. Gut, das war klar. Da werden wir jetzt wohl unsere Getränke verbrauchen. Da wird nicht viel übrig bleiben. Ich muss heute weggehen. Ich kann das, wenn nicht, das Fleisch hier nicht essen. Das geht jetzt unmöglich. Ich kann es mir unmöglich erlauben, jetzt krank zu sein. Also wieder rein in den Schrank. Ja, einmal Peaches her. Eat. So, dann sind wir so fit. Temperatur, wenn es hier drin 9 Grad sind, könnte es draußen eventuell gutes Wetter sein. Wehe, da ist jetzt ein Scheißwolf. Ach, das ist doch nicht wahr. Verdammt. Wir ziehen los, ich hole nur die Knarre. Ich habe mir gerade 3,5 Kilo Streichhölzer abgelegt, also kann ich die Rifle ruhig mitnehmen jetzt. Ich habe jetzt ja auch vor, Munition zu finden. Okay. Mistviecher. So, in die Richtung sind wir noch gar nicht gegangen. Ja, natürlich. Oh, Holz habe ich übrigens auch nicht mitgenommen, ne?
Noch nicht mal für einen Hase? Das ist der erste Hase, den ich hier sehe. Es ist eine halsbrecherische Aktion, jetzt hier loszulegen. Anhand der Ausrüstung, anhand des Wetters, anhand unserer Ressourcen, anhand der arschvielen Wölfe. Ich habe das Gefühl, umzingelt zu sein von Wölfen. Ich höre da Schritte, ich höre da Knurrgeräusche. Ja, aber wir werden unsere Situation nicht verbessern, wenn wir da bleiben und so weitermachen wie bisher. Es ist jetzt der vierte Tag. Da vorne ist einer. Sagte ich eine? Wer sind das, schwarze Steine oder zwei, drei Wölfe? Vier Wölfe. Verdammt, und das ist unsere Richtung. Der liegt. Das ist genau in unsere Richtung. Ja, dann gehen wir hier lang. Hier in der Ecke war ich noch nicht so oft. Hier kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Wobei der Baum kommt mir fast bekannt vor. Haben wir die schon? Hier waren wir schon mal. Oh Elend. Wie sind. Ja, klar. Ich höre überall merkwürdige Geräusche. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Oder vielleicht bricht am vierten Tag bereits der Hüttenkoller aus. Kann natürlich auch sein. Bin ich denn hier jetzt? Minus 27 Grad. Wenn ich jetzt hier weitergehe, laufe ich wieder zurück.
Ja, ja, Wetter, anderes Wetter, anderes Wetter. Na, vielleicht ist der Wolf ja weg. Wunschdenken, ich weiß. Wärme. Oh ja. 10 Grad andere, 10 Grad Unterschied. Aber wir sind bereits durchgefroren. Condition baut jetzt auch merklich ab. Ach, nicht. Von wo kam das? Von auf mir drauf? Oh mein Gott. Seitlich zum Hang gehen, das ist genau das, was man nicht machen sollte. Condition ist runter auf unter 80. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Schräg zum Berg gelaufen. So, jetzt laufe ich eigentlich genau darauf zu, wo vorhin dieser übelste Wolfsschrei kam. Und ich weiß nicht wirklich hundertprozentig, wo wir rauskommen. Ich hoffe, dass ich richtig angepeilt habe. Ich glaube, wir sind richtig. Ja. Oh mein Gott. Was für eine Hetzjagd durch den Wald, ey. Nee, Moment, das ist mir jetzt, bin ich jetzt doch nicht da. Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt. Yep, jetzt ist es offiziell. Ich weiß weder, wo ich bin,
noch woher ich komme, noch was in irgendeine Richtung liegt, in die ich laufe. Looks like this has been here. Ich weiß nur, diesen toten Körper habe ich noch nicht gefilzt. Oh, 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 oh. Condition 132%? What the fuck? Plus 2. Ja, und die wir haben, ist besser. Fuck. Ach, hier sind wir. Ja, toll, dann haben wir jetzt genau gar nichts erreicht. Verdammte Scheiße. Die Condition ist runter auf 60%. Ich werde jetzt das gesteckte Ziel erreichen, wenn es das letzte ist, was ich tue. Weil zurück nach Hause wäre in etwa genauso weit. Das frage ich mich auch. So. Ich muss aufhören, so unnötig auf Hügeln rumzurennen. Allerdings möchte ich jetzt diesen Hügel gerne übersteigen. Prozent, was auf der anderen Seite dieses Hügels liegt, entscheidet über unser Überleben. Aha. Das ist schlecht. Hier ist zwar ein Spot für eine Kleinigkeit, aber hier gibt es keine Möglichkeit des Aufwärmens oder der Regeneration. Prozent.
Fuck, 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 fuck. Toll. Wir hätten Holz. Wir hätten ein Kilo Fleisch, bei deren Ernte ich jetzt sterbe. So. Also es ist so knapp, es ist so nah dran, so in der freien Natur war ich noch nicht. Dass ich mich so verfranst hab, wegen den scheiß Wölfen. ...36% Condition, es darf nicht wahr sein. Innerhalb von 3 Stunden, 4 Stunden rumwandern. Das ist hart. Ja, natürlich können wir nicht mehr rennen. Oder habe ich die falsche Taste gedrückt? Nee. Wir können nicht mehr rennen. Nur noch minus 12. Und ich kenne den Weg nicht. Nicht gut. Gar nicht gut. Tja, es war eine falsche Entscheidung.
Wir hätten wieder nach Hause gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Jetzt sind wir meilenweit von allem entfernt. Mir ist schon wieder kalt. Und ihr seht ja, wie wir hier rumschleichen. Wir laufen unserem Tod entgegen. Eine wandelnde Leiche. Von der in wenigen Stunden nicht einmal mehr die Fußabdrücke bleiben. Zieht jetzt das Leben am inneren Auge vorbei? Oder kommt ein anderes Ich zum Vorschein, das weitergeht, solange man sich noch auf den Beinen halten kann. Haben wir nicht irgendwie ein Ecstasy oder was dabei? Zehn Grad nur, so kalt ist es eigentlich gar nicht. Na, steigt die Temperatur, der Kältegrad jetzt nur noch mit einem Fall, nicht mehr mit zwei. Aber ich denke, das ändert nichts daran. Wir laufen ins Nichts. Wir haben kein Ziel. Und unsere Schritte werden immer langsamer. Und da vorne ist auch ein Wolf. Ich würde sagen, wir gehen zu dem Wolf. Komm her, mein Freund, dies ist deine Welt. Hier bist du der Stärkere. In dieser Realität ist der Mensch nur ein Tourist. Lass es dir schmecken. The long